Diese Sendung wurde dir präsentiert von Ravensburger Max Mäuseschreck. Diese Sendung wurde dir präsentiert von den magischen Puppen der LOL Surprise Winter Fashion Show. Einfach zurücklehnen und genießen. Gleich geht's weiter mit Weihnachtsmann und Co. KG. So schön. 3, 2, 1. Schönen guten Morgen hier bei Togo Radio. Wir sind Vanessa und Simon. Und jetzt bin ich wieder dran mit der Wissenschallenge. Togo Radio, für euch und eure ganze Familie. Yeah, das klingt mega. Togo Radio findest du in deiner Togo-App. Jetzt kommt Werbung. Switch and go, Dino. Kennt ihr schon die Togolino-App? Die App, die alles bietet, was Kinder lieben? Eine Riesenauswahl an Serien, spannende Hörspiele und Lieder zum Mitsingen und viele altersgerechte Spiele zum Entdecken. Für Kinder ab 2 Jahren. Intuitiv nutzbar und absolut sicher. Geprüft durch uns und durch euch. Ihr entscheidet selbst, wie und wie lange eure Kinder die App nutzen. Die Togolino-App. Für eure Kinder. Im Web und in der App. Zum Werbung Ende. Bei Super RTL wird gefeiert. Wo Weihnachten am schönsten klingt. Man Backwerk glanzvoll niederringt. Gern festlich tanzt und vornehm lacht. Auch Fotos macht, oft unbedacht. Perfekt. Da siehst du nur das Allerbeste. Verlieb dich neu zum Fest der Feste. Und weil sie wirklich jeder mag, zeigen wir sie jeden Tag. Viel Spaß mit unserem Weihnachtsfilm. Täglich ab 20.15 Uhr. Hey! Die Ballerina und ihre Choreografin. Gemeinsam hauchen sie einem Weihnachtsklassiker neues Leben ein. Ich habe eine Vision und ich habe Erfahrung als Tänzerin. Sie müssten mir nur die Chance geben, es zu beweisen. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Latina Christmas Ballerina. Morgen um 20.15 Uhr. Erst hast du mich geliebt und dann observiert. Früher mal ein Liebespaar? Jetzt Rivalen eines großen Weihnachtswettbewerbs. Einer von euch wird zum König oder zur Königin der Weihnacht gekrönt. In deutscher Erstausstrahlung. Die Bedeutung von Weihnachten. Heute um 20.15 Uhr. Die Sendung wird dir präsentiert von den magischen Puppen der LOL Surprise Winter Fashion Show. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau?